Und willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Der war jetzt, glaube ich, 7. Folge sogar schon. Und weiter geht's in der Hauptmission. Schauen wir mal, was es ist. Ja, hindere Scarecrow daran, ACE Chemicals in die Luft zu sprengen. So. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Ins Batmobil steigen. Müssen wir hier irgendwas wegballern? Alles klar. Dann würde ich sagen, können wir eh schon rein. Vielleicht von hier oben, dass wir reingleiten. Da müssen wir doch gut reinkommen. Ah, daneben begleitet. Okay. So, nochmal. Mal hier runterkommen. Schaut doch schon besser aus. So, alles klar. Aber schauen, wie ging denn die blöde Ansicht da, die komische? So, schauen wir mal, wo sie lang weitergeht. Okay, das ist ein Panzer. Komme ich hier nicht mit dem Batmobil rein? Ah. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Okay. Schau mal, kann man sich hier vielleicht irgendwie reinziehen? Wie komme ich denn hier rein? Alles klar, ich verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich muss den Kran, glaube ich, benutzen. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Kran benutzen können, damit wir das Ding hier irgendwie hochstellen, dass wir hier reinspringen können. Die Kransteuerung war hier oben. Okay, schauen wir mal, ob wir den Kran jetzt das benutzen können, so wie ich mir das vorstelle. Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow konzentrieren. Dann kümmere ich mich um den Knight. Okay, können wir dann nicht ganz anfangen? So. Ja, komm. Wir sind straffen hier. Okay. Und runter. So. Bubi. War es echt gewöhnungsbedürftig zu fahren. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, hallo, Papa ist da. Ja, mach mal. Okay. Es ist anscheinend vorbei. Das Gebiet nach Batman. Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben.
Okay, über Lüftungsschächte gelangst du unentdeckt unter die Soldaten. R1. Ah, alles klar. Warte mal, bis sie einmal rumgefahren ist. Nix da. Nicht, nicht. Schacht einsetzen. Läuft doch, läuft. So, jetzt muss ich, was muss ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss irgendwie die Tür aufmachen, oder? Lass mich das mal gucken hier. Gucke. Schauen wir mal, ob da drüben irgendwie ein Schalter ist. So, okay. Alles klar. Muss ich irgendwie die Tür aufmachen? Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer, die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Klar, Papa ist auch da, der macht das schon. So, dann hoffen wir mal, dass das blöde Tor jetzt aufgeht. Yeah. Äußerst manövrierfähige Batrang, der im Flug gesteuert werden kann, eignet sich dafür. Okay, dann brauche ich nicht. Aber den hier. Unter der Erde oder so hoch oben, wie es geht. Wir sind uns. Reicht ihm alle Knochen. Komm, 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 komm! Wäre bestimmt einfacher gegangen. Ah, komm, Baby. Keine Gnade.
Nein, wie viel leben da noch? Wir haben doch bald nichts mehr. Was ist hier los? Los, keine Gnade! Mann. Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammerkapazität laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. An alle verbleibenden Einheiten, treffen auf dem Aufmarschplatz der westlichen Insel sofort! Wir haben heute Nacht gute Arbeit geleistet, Leute! Gott sei Dank! Geht an der Tor auf? Na. Da komme ich jetzt nicht hoch, wenn die Zacken da dran sind. Ah, okay. Genau runterstellen. Gott, wer ist denn das? Gentlemen, das ist der Scarecrow. Heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen, einem Monument der Angst. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Ah, jetzt muss ich wieder. Welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandeln. Wie ging denn diese blöde, komische Ansicht da nochmal? Ich muss die verlassen. Mal schauen, warte mal. Spieloption. Ah, okay. Der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Mei, was ist denn das? Notfall. Explosionsradius bei 23 Meilen und ansteigen. Ja. Jeder, da drüben! Du war ja blöd, wa? Das war's, du Held. Leb wohl. Okay, dann muss ich anders machen. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen, einem Monument der Angst. Ja, ich glaube, das ist ja... Nur das. Müssen wir das schon? Zum Epizentrum
einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandeln wird. Was ist los? Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Da ist er! Was habe ich gesagt? Was sind die Gegner hier, ey? Notfall. Explosionsradius bei 23 Meilen und ansteigen. Okay. Ich glaube, in der Sicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man die Gegner einfach viel schneller sieht. Das spielt keine Rolle. Wenn sie die Chemikalien verladen haben, kann er nichts mehr machen. Ich hoffe mal, dass hier nicht so irgendwie so ein Timer läuft oder so. Ich hol noch eins. Notfall. Explosionsradius bei 31 Meilen und ansteigend. Scheiß Ding da aus. Ihr habt alle eine Aufgabe. Erledigt sie und betet, dass ihr mein Angsttoxin nicht aus erster Hand zu spüren bekommt. Die Bürger Gothams können weglaufen, aber sie werden ihrem Schicksal nicht entkommen. So, komm her. Okay, der Witcher ist auch installiert. Deswegen als nächstes Let's Play, Leute. Also natürlich noch Dark Souls, da bin ich auch noch nicht fertig. Aber der Stoff geht uns auf keinen Fall aus. Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen. So. Was nur bedeuten kann, dass du hier bist. Genau richtig. Auf unser Wiedersehen habe ich mich schon gefreut. Ich hoffe mal, du kommst jetzt mal her. Müsste eigentlich hier vorne irgendwo sein, ne? Oder hier ist hier oben drin. Die eine Gestalt, die wir vorher gesehen haben. So. Ich weiß, dass du da draußen bist. Die Tür ist offen. Da hinten. Die Tür ist offen. Ach, das sind die Dinger, die machen wir gleich mal aus. Du bist ja noch ängstlicher, als ich erwartet hatte. Du weißt, wo du mich findest, Batman. Ich will warten. Ja, warte, ich komm gleich. Lass mal schauen, wo der ist, ja. Kommt schon, keine Angst.
Darauf habe ich lang gewartet, dunkler Ritter. Ja, und jetzt? Ich dachte, du bist mutig genug und stellst dich mir. Hier ist ja nichts mehr, oder? Keine Ahnung, wo der ist. Muss ich vielleicht hier warten? Da ist er, das ist er doch, oder? Da muss ich da hin. Ich glaube, ich muss die Treppe dann da hoch. Okay, schauen wir mal hin. Wir gleich vergast werden. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt so. So ein hässlicher Hund. Mitglied zu verlieren und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Achtung, Explosion steht kurz bevor. Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Hier rein, oder was? Ich muss vorsichtiger sein. Schön langsam. Nicht so schnell. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 25% reduziert. Wo ist sie, Alfred? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Blues. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Sir, hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte? Ohne Sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zu. Rein da mit dir, los. Nur das Zelt noch. Master Blues, ich fliehe Sie.
Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Escorten geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Warum muss ich echt langsam gehen? Komm, Baby, komm, Baby, komm, 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 komm. Schneller, komm. Boah, erschrocken. Hast du mich vermisst? Boah, bin ich jetzt erschrocken. Joker. Okay, Leute, wie es denn mit James Gordon weitergeht, oder Commissioner Gordon, besser gesagt, das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder auch ein Abo. Würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.